Da das Thema Weihnachten ist, nehmen wir mal hier diesen Stil Greeting Card. Und da sieht man ja schon Winter, Weihnachtsmann und so weiter. Und wenn wir auf More klicken, gibt es da noch ein paar nette Geschichten. Das erste ist immer die Frage, weißer Hintergrund oder irgendeinen speziellen Hintergrund. Da gibt es verschiedene Farben zur Auswahl. Oder wie hier gäbe es da so einen Halloween-Hintergrund, aber der passt jetzt natürlich nicht zu unserem Thema, also lassen wir das. Ich würde jetzt gerne einen schwarzen Hintergrund haben, aber schwarz gibt es hier nicht. Da kann man sich dadurch helfen, dass man auf den ersten Stil geht. Da gibt es nämlich diese Shapes, diese Formen. Da nehme ich jetzt einfach so einen schwarzen Kasten, ein Rechteck. Mach das so groß, dass es den ganzen Bildschirm füllt. Gut. Und in dem Moment, wo wir ein Objekt in unser Bautun einfügen, wird die Zeitleiste interessant. Wenn wir da jetzt gucken, das geht standardmäßig immer von 0 bis 10 Sekunden. Wir können die Zeit aber auch verkürzen oder bei Bedarf auch verlängern. Und hier, wenn es hier so schräg nach oben geht, dann heißt das immer, da ist ein Effekt. Also es startet jetzt quasi weiß. Nach einer Sekunde kommt jetzt dieses schwarze Kästchen. Jetzt würde es wieder verschwinden. Das will ich aber nicht. Also wähle ich hier unten das Objekt, sage, fang bei 0 an und hier hinten sage ich, ende erst wirklich am Schluss. Diese Pfeile da, ich zu schnell rede, bitte schreien, bedeuten, mit welchem Effekt, da wir von 0 bis 10 durchgehend den schwarzen Hintergrund haben wollen, brauchen wir gar keinen Effekt. Also kann ich hier draufklicken und sagen, no Effekt. Und noch einmal. Gut, damit habe ich den schwarzen Hintergrund. Und zwar von Anfang bis Ende. Das ist genau das, was ich will. Ja, und jetzt soll es Weihnachten. Da haben wir zum Beispiel, sieht so einen animierten Stern. Das ist ganz nett. Und wir sehen jetzt, dass hier unten ein zweites Objekt dazugekommen ist. Eben dieser animierte Stern. Und wenn ich den anklicke, sehe ich, wie lang dieser Effekt dauert. Der dauert jetzt auch 10 Sekunden. Jetzt könnte ich aber sagen, ich möchte, dass das erst nach einer Sekunde startet. Also wenn ich jetzt wieder zurück auf 0 gehe, passiert zunächst einmal nichts. Nach einer Sekunde kommt dieser animierte Stern und animiert und animiert. Wenn ich noch einen zweiten Stern haben will, dann klicke ich eben wieder auf dieses Objekt. Dadurch wird ein zweiter Stern eingefügt. Ich gehe mal jetzt hierher. Der erscheint, sagen wir jetzt mal zum Beispiel nach 3 Sekunden. Probieren wir nochmal. Nach einer Sekunde kommt der erste. 3 Sekunden der zweite. Und dann sagen wir nach 6 Sekunden soll noch ein dritter Stern. Okay. Sechs, drei, eins. Perfekt. Gut, was braucht man noch für Weihnachten? Wir brauchen einen Weihnachtsmann. Der soll nach, sagen wir mal, 1,5 Sekunden erscheinen. Den lassen wir jetzt ein bisschen effektvoller ins Bild kommen. Wenn ich hier auf den Effekt klicke, dann sehe ich, dass ich einstellen kann, ob er einfaden oder einpoppen soll, ob er von unten, von links, von
rechts kommen soll. Ich wähle jetzt zum Beispiel von links und zusätzlich sage ich noch, dass hier eine Hand, also hier, plötzlich bei Exit, bei Enter, also beim Eintritt, eine Hand soll diese Figur ins Bild hineinschieben. Wie das ausschaut, schauen wir uns mal an. Ich spiele die Folie mal ab. Gut, hat man, glaube ich, gesehen. Eine Hand schiebt jetzt den Weihnachtsmann ins Bild. Dann nach 4 Sekunden sage ich, ich hätte gerne noch ein Weihnachtsgeschenk. Das soll diesmal erscheinen. Das ist zu groß, dann kann man hier an den Ecken das kleiner machen. Und nach, sagen wir mal, 6 Sekunden. Grünes Weihnachtsgeschenk, das steht weiter hinten. Kleiner, vielleicht nach 8 Sekunden. Blaues Weihnachtsgeschenk, das ist noch kleiner. So, damals unsere Weihnachtsgeschenke. Last but not least. Na, das machen wir auf der nächsten Folie. Weil jetzt kommt der Grund, warum ich gerne mit einer Folie beginne. Ich habe jetzt relativ viele Elemente hier, die ich der Reihe nach anklicken kann. Dann sehe ich auch immer, wann sie erscheinen. Wie sie erscheinen. Jetzt entferne ich einmal überall den Exit-Effekt, also den Austrittseffekt, es soll nämlich keinen geben. Okay. Und jetzt mache ich es mir ganz einfach. Ich klicke jetzt diese erste Folie an mit der rechten Maustaste und sage Duplicate Slide und habe damit eine exakte Kopie. Und an der kann ich jetzt im Prinzip herumspielen und zum Beispiel wieder sagen, aha, das sieht man ja, das Geschenk soll ja gleich von Anfang an auf der zweiten Folie da sein. Auch das soll sofort da sein. Auch das soll sofort da sein. Der Weihnachtsmann soll diesmal ja auch sofort da sein. So, und damit haben wir einen nahtlosen Übergang zur zweiten Folie und jetzt lassen wir noch einen Weihnachtsbaum erscheinen. Ein bisschen zu groß, so vielleicht. Das war nach, sagen wir mal, 5 Sekunden. Den lassen wir jetzt diesmal von rechts hereinfliegen. Auch wieder mit einer Hand. Keinen Austrittseffekt. Und jetzt machen wir noch eine dritte Kopie von der zweiten Folie. Alles beginnt von Anfang an, außer dem Weihnachtsbaum. Das muss man noch einstellen. Kein Effekt. Und was auch ganz nett ist, ist dieses Snow-Ding. Das machen wir jetzt auf der vierten Folie. Das ist eine Animation, die schiebe ich einfach rein und man sieht schon, was passiert. Ups, das war nicht das, was ich wollte. Snow. Mache ich ein bisschen größer, dass es über den ganzen Bildschirm geht. Soll ab einer Sekunde erscheinen. Wenn wir uns jetzt das Ganze von Beginn an anschauen, dann sieht man schon, dass man in ein paar Minuten eine ganz nette kleine Animation zum Thema Weihnachten erstellen kann.
was passieren, ja. Wenn einem eine Folie zu langsam läuft, dann kann man natürlich entsprechend die Zeit noch verkürzen. Zum Beispiel die Folie 3 war jetzt für meinen Geschmack fast ein bisschen zu lang. Dann gehe ich halt nochmal auf die Folie 3, nehme da ein paar Sekunden weg, 4 Sekunden reichen. Und zum Schluss, um das auch noch zu zeigen, hier gibt es auch noch die ganzen netten Texteffekte. Klicke ich jetzt mal drauf, bearbeite das. Frohe Weihnachten. Kann natürlich hier eine andere Schriftart wählen. Die da, die gefällt mir. Vielleicht noch einen dicken größer. 48. Textfarbe können wir auch eine andere nehmen. Dann klicke ich auf Apply. Habe hier einen Text, der erscheint 5 Sekunden. Schauen wir uns das vielleicht an, damit man sieht, wie das funktioniert. Ja, der Text wird also quasi ins Video reingeschrieben. Gut, die Grundfolie oder der Grundfilm ist fertig. Jetzt kommt noch die Geschichte mit Sound. Das ist im Moment im Bauteil und noch ein bisschen ein Problem. Ich zeige es gleich warum. Wenn wir auf Sound klicken, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können eine Sounddatei, die wir selber auf unserem Computer haben, importieren. Also zum Beispiel einen gesprochenen Text, ein Weihnachtsgedicht oder ähnliches. Dann klickt man da einfach drauf, sucht das auf der Festplatte und lädt das hoch. Oder wir können jetzt direkt in Bauton aufnehmen. Wenn ich jetzt also da auf den Record-Button drücke, kann ich jetzt sprechen und das wird aufgenommen. Das Problem allerdings bei der Geschichte ist, das habe ich den Machern von Bauton auch schon geschrieben und sie sagen, das wird demnächst geändert, was immer demnächst heißt. Während ich den Text aufnehme, sehe ich die Präsentation nicht. Also müsste ich quasi vorher die Präsentation anschauen und genau aufschreiben, wann was passiert und nachher mit irgendeinem Audioprogramm das zeitgesteuert aufnehmen oder eben hier direkt im Bauton, weil hier werden ja dann die Sekunden angezeigt. Dann weiß ich, aha, bei Folie 2, bei 25 Sekunden kommt der Weihnachtsmann, also muss ich da dann ungefähr sagen, hallo Weihnachtsmann. Und das ist echt mühsam. Das muss man wirklich zugeben. Das ist mühsam. Und da hoffe ich wirklich, dass die das bald dahingehend ändern, dass man während man das aufnimmt, auch den Film sieht und darum wirklich exakt getimte Beschreibungstexte dazu reden kann. Was auch möglich ist, man kann Musik importieren oder aus fertigen Musikdateien auswählen. Wenn hier Upgrade dort steht, dann müsste man dafür wieder extra bezahlen. Wo Add dort steht, das ist im Paket inkludiert. Ich nehme jetzt zum Beispiel dieses Jingle Bellin, das ist nämlich so weihnachtlich, klicke auf Add, dann wird das hier geladen, wie man sehen kann. Und dann klicke ich noch auf, also ich könnte es mir jetzt anhören, tue ich gar nicht, ich klicke jetzt gleich auf Apply. Hier kann man jetzt diese Kurve sehen, der Sound wurde der Folie zugefügt. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Und das Feine ist auch, es kümmert sich selber darum, egal wie lang eure Präsentation ist, am Schluss, wenn die Präsentation fertig ist, wird der Sound automatisch leise. Also ob das dann 20 Sekunden dauert oder 50 Sekunden, ist ganz egal. Am Schluss wird die Musik automatisch leiser und klingt schön aus. Ja, was könnte ich noch zeigen? Bilder.
das ist klar. Ich kann Bilder von meiner Festplatte hochladen. Ein paar habe ich schon hochgeladen, passen jetzt aber nicht zu Weihnachten. Und was ich auch ganz gut finde, es gibt eine Websuche und sucht automatisch nach Bildern in, also unter Creative Commons Lizenz. Da muss man sich also auch gar keinen Kopf machen, ob die Bilder jetzt legal sind, die man da verwendet. Er sucht nur nach solchen Bildern. Das ist natürlich eine feine Geschichte. Ob man dann immer das passende Bild findet, ist wieder ein anderes Thema. Aber zum Thema Weihnachten gibt es auf jeden Fall einmal einiges. Ich wähle jetzt einfach mal eines aus. Ja, aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Warum jetzt da im Moment, vielleicht liegt es auch an dem Acrobat, dass ich da jetzt nicht auf Apply klicken kann. An und für sich funktioniert das super. Doch, es funktioniert alles. Die Bilder werden in die Bibliothek bei Ah, dir ja, geladen. okay. Gut, jetzt habe ich es Ja. in der Bibliothek, klicke auf Apply, dann haben wir jetzt dieses Männchen drin. Aber das passt jetzt natürlich gar nicht dazu, also lösche ich es wieder raus. Ja, ich glaube, die wichtigsten Funktionen habe ich gezeigt.